Finale. Los geht es schon. Und die Jacqueline Zeitz macht da gleich mal richtig Druck hier vorne mit. Und der Thorsten übernimmt. Ja, in die erste Kurve hier, zu dritt sind sie rein, da kann man jetzt noch gar nicht hundertprozentig sagen hier, wer als erstes da rauskommt. Ja, das sieht aus wie die Startnummer 167, wenn ich das richtig sehe, das ist Arne Rosmer aus Gandekaji jetzt hier im Sprung vor der 136, Marcel Bitte aus Kuhldorf, ja und dahinter, das ist die Dame im Feld mit der 143, Jacqueline Zeit aus Uelzen. Aber auch die 202, Carsten Prinz macht jetzt richtig Druck, aber auch Tim Küßmann, die 219, kommt da hinten immer besser in Fahrt. Ja, und hier die Spitze wieder bei uns über die Linie rüber. Also der hat jetzt hier schon einen kleinen Vorsprung, die 105, Jan Haag wird dann nochmal kassiert vom Küßmann auf der Innenseite. Von hinten kommt jetzt hier noch die 350, Benjamin Kugel, der macht jetzt natürlich auch mächtig Druck hier. Aber vorne immer noch die Spitze, ganz, ganz souverän, die 167, Arne Osmer. Ja, aber von hinten die 341, der drückt natürlich jetzt. Das ist der Heiko Heinrich, der hat natürlich auch mächtig Speed hier in sein BMW. Wollen wir sehen, wie er jetzt hier auch auf die Gerade kommt. Dann muss er alles fehlerfrei hinkriegen, um den Vorsprung der 167 vom Arne Rothmann, um da überhaupt mal ansatzweise ranzukommen. Aber sehr gut unterwegs hier auf P3, die 202, Carsten Frenz. 219, denn hier Tim Kiesmann, auch der macht so gut. Ja, die Jacqueline Zeitz, die 143 geht hier auch mit. Oh, da berührt sich hier auch der gerade, die 105. Da geht es ganz eng zur Sache. Und die Spitze schon wieder hier drüben bei uns auf der Rampe. Außen kommt, oh, wild aufs Auto gefahren hier, die 341. Ganz doll angeknüpft bei der 136. Also eine hammerharte Aktion hier von ihm. Auf Platz 3 ist er jetzt, 341, aber in Führung, das ist hier die 167, Arne Rosmer aus Gandekasee, hier jetzt bei uns mit seinem Tonio Bio runter Richtung Streckposten 2 und auf die 2 vorgegangen, das ist die 341. Er meinte wohl, er musste sich ein bisschen Respekt verschaffen, denn hat es auf jeden Fall gewirkt, Marco. Ja, aber es war auch hier wieder eine richtig harte Attacke, also hat sich da mächtig angelegt. Jetzt hier neuer Spitzenreiter, die 341 am Arne vorbeigegangen, der Mann mit der BMW-Power. Harte, aggressive Fahrweise, aber ich habe das ja hier nicht zu entscheiden. Dafür haben wir unsere Sportkommissare und unseren Rennleiter hier, der da den Fan einschreiten wird. Aber die zwei Neuesten auch richtig gut hier noch unterwegs und richtig mit dabei. Das ist jetzt Kiesmann aus dem Dunkel auf sein 3. Die 3, 6, ja, die 36 natürlich gut mit unterwegs und versucht hier ganz ordentlich und sauber an der 136 vorbeizukommen. Findet hier aber nicht in die, versucht jetzt außenrum sich vorbeizubremsen, aber auch das wird eng, weil gelb geschwenkt vom Streckenposten 2, das ist natürlich Überholverbot, aber weiterhin in Führung. Die 341 vor der 167 oder 136, jetzt kommt der Angriff hier von der 219, von dem Heiko Heinrich. Aber der Marcel ist da auch gut unterwegs und du meinst, die 219, das ist jetzt in Küßmann. Du warst eben total in deiner Zeile verrutscht. Aber für uns hier auch natürlich erschwert und die Tour wäre da deutlich einfacher. Und da oben crasht es mächtig. Da ist richtig was los in der Sauschen Kurve. Vier Fahrzeuge stehen da jetzt komplett. Also nochmal aufpassen, was hier passiert. Passt eben gerade noch hier ein Auto durch. Das ist ungefähr so, als ob das Parkdeck einfädeln muss da oben. Also ganz enge Nummer. Getroffen hat es denn auch unsere Zweitplatzierten, die Nummer 167. Das ist der Arne Osmer. Der steigt jetzt aus seinem Fahrzeug aus. Wir werden ein bisschen Krawatte haben, dass er gar nicht mehr drum rumgekommen ist. Ja, aber der Spitzenreiter muss nicht vorbei. Ja, der Tim Büßmann ist vorbei jetzt hier. Neuer Zweiter, die 219 auf 3, die 136. Marcel Tinnisch. Und
Und der Carsten Frenz kommt hier auch noch, die 202. Der 350 kommt jetzt etwas hier auch nach vorne dadurch natürlich. Der Benjamin Kugel auf dem Audi und auf die 336. Der Roland Kirsing hier mit dem Golf unterwegs. Ja, Spitze ist durch. Der zweite und dritte, vierte jetzt hier. Die sind in dem Bereich der Bohrkurve dann hoch die Rampe hinauf. Da ist mal wichtig, den Sprung mitzunehmen. Und 350, der greift jetzt hier nach dem P4. Da möchte er jetzt natürlich ran. Aber da hat noch einer was mit sein. Oder so, der Carsten. Ja, und jetzt machen Sie schon mal bitte langsam bereit, unsere Bergefahrzeuge. Die werden hier bestimmt gleich auf der Strecke gebraucht. Also die Bergefahrzeuge machen sich bitte schon mal langsam startklar. Den Weg nicht vorbeigefunden hier innerhalb der letzten Runde. Die Startnummer 350, da werden ja die Kugel an der Startnummer 102. Ich glaube, das war der Mann, der sich jetzt das neue Fahrzeug aufbaut, das neue alte Fahrzeug aufbaut, der Carsten Frenz, der sich den Trabi jetzt flott macht wieder. Ja, und wir haben gerade die Info bekommen, über 8 Runden ging ja dann super viel noch. Aber hier kommt der Laufsieger jetzt für euch. Die 341, Heiko, Heinrich. Und der Tim Klüßmann, die 219, wird hier Zweiter und guter Dritter. Die 136, Marcel Pinnisch, dann kommt hier der Carsten Frenz mit der 402. Und auch die 350 ist im Ziel Benjamin Kugel. Ja, einer fehlt uns noch, der hat sich jetzt oben auch durchgekämpft. Da, durch die doch deutlich engere Stelle, das ist die 336. Das ist Roland Kirsing aus Lübeck hier mit seinem